In weiterer Folge müssen auch Schwerpunkte berechnet werden. Daher behandeln wir in den nächsten Übungsaufgaben die Berechnung von Schwerpunkten. In dieser Aufgabe 35 sind für den homogenen parabelförmigen Rundstab mit einem Gewicht pro Längeneinheit QG die Abstände der Schwerpunkte x quer in x-Richtung sowie y quer in y-Richtung zu bestimmen. Außerdem sind die Reaktionskräfte in der Einspannung 0 zu berechnen. Da geht es ja offensichtlich um einen Linienschwerpunkt. Also wir haben dieses Gebilde, den Rundstab gegeben mit der vorgegebenen Krümmung da, y von x. Das heißt, wir kennen genau analytisch seine Form und wir kennen eine Masse, also ein Gewicht sogar, pro Längeneinheit. Sowas wie eine Streckenlast ist das im Wesentlichen, das Gewicht pro Längeneinheit. Die Streckenlast aus dem Eigengewicht. Und dafür soll man halt bestimmen, naja, wo liegt dann der Schwerpunkt. Was braucht man dafür, wenn es um einen Linienschwerpunkt geht? Der Linienschwerpunkt in x-Richtung ist einfach das Integral über die ganze Länge. Ich lasse es jetzt noch unbestimmt. X dl gewichtet durch die Gesamtlänge dl. Ja. Also Sie rechnen sozusagen die Massenwirkung jedes einzelnen infinitesimalen Massepunktes in dem Körper raus. Und damit kann man dann sagen, wohin reduziert sich die Masse oder auch die Gewichtskraft. Und was brauchen wir dafür? Naja, dieses differenzielle Längenelement muss man irgendwie aufstellen. Das muss man als Funktion von x oder als Funktion von y, je nachdem, worüber man integrieren muss, welche Grenzen man annimmt, muss man das ausdrücken. Ich behaupte, differenziell ist eh alles eine Linie. In Näherung zumindest, deswegen kann man den Satz von Pythagoras anwenden. Die Gesamtlänge ist die Wurzel aus dem Teilstück in x-Richtung zum Quadrat und dem Teilstück in y-Richtung zum Quadrat. Das ist die Grundüberlegung dahinter. Und dann muss man sich halt überlegen, naja, wie schaut das dy aus? Das ist ja gegeben. Wir haben ja hier y, das heißt, wir brauchen das dann nur einmal ableiten, die linke und die rechte Seite, und haben dann ein differenzielles Objekt. Das ist dann rechts d nach dx, 0,5 mal x². Dieses a ist ja mit 1 Meter gegeben, damit es einfacher wird. Das ist einfach nur, damit die Einheit fürs y stimmt, brauchen Sie so eine Normierungskonstante a. Deswegen steht sie da. Die setzen wir sofort 1. dx kommt natürlich noch dazu. Und was ist das? Naja, wenn Sie es ableiten, ist das x dx, oder? Ein halb x Quadrat abgeleitet ist 2 halbe x. Das ist unser Zusammenhang zwischen dy und dx. Und den Zusammenhang kann man natürlich hier oben einsetzen. Und dann hat man Folgendes, nämlich, dass der Schwerpunkt x quer Integral über L schreibe ich noch her, x dl und Integral über L dl. Und dann braucht man natürlich, wenn man y substituiert gegen x, sodass man über x integrieren kann, das Integral über x, x Wurzel dx² und dy wird x² dx². Und da unten das Gleiche über x, nur ohne das vorgestellte x da, ist dann dx² plus x² dx². Und das kann man natürlich schöner hinschreiben und vor allem einzeln, damit man nicht das im Bruch integrieren muss, das ist natürlich ein bisschen ungemütlich, machen wir Nebenrechnung. Das Integral über x dl zuerst ausgeführt, das ist das Einfachere. Wo sind jetzt unsere Grenzen? Naja, machen wir zuerst einmal nur L. Grenzen setzen wir bei x ein. X Wurzel kann man rausheben natürlich, dx Quadrat. Dann bleibt da 1 plus x Quadrat drinnen in der Wurzel. Dx Quadrat rauskommen ist dx. Und die Grenzen, wie schauen die aus? Über x. Von hier darüber bis zum Ende von dem Stab. Das heißt, die Grenzen gehen von 0 bis a.
Nachdem A 1 Meter ist, setzen wir gleich ein von 0 bis 1. Und dann schauen wir, wie das Integral ausschaut. Hat irgendjemand eine Idee, wie man das am besten löst? Substituieren dann mal. Ich mache aus dem 1 plus x Quadrat ein u. Und dann ist das du nämlich genauso ein Faktor, der sich dann mit dem x vorne wegkürzt. Deswegen ist es einfacher, weil aus dem Integrationsmaß sehen wir dann gleich, das du muss man ja ersetzen da fürs dx, dann kürzt sich genau das x vor der Wurzel weg. Deswegen ist das Integral x mal Wurzel 1 plus x Quadrat wesentlich einfacher zu rechnen als das ohne x vor der Wurzel, obwohl es nicht so ausschaut auf den ersten Blick. Ja, also wenn wir das u substituieren, dann haben wir du, das natürlich 2x dx ist. Das heißt, unser dx ist du durch 2x. Und das setzen wir ein. So, die Grenzen lasse ich noch offen. Dann haben wir hier x, Wurzel u, du durch 2x. Dann kürzt sich das x raus natürlich. Und was ist jetzt mit den Grenzen los? Die muss man auch substituieren. Wenn u 1 plus x Quadrat ist und wir integrieren jetzt über u, kann man ja nicht mehr von 0 bis 1 integrieren, weil das ist ja, wäre ja nicht über u, sondern über x. Dann muss man fürs x da oben einsetzen, die Grenze. Das heißt, bei der Grenze für x gleich 0 setzen wir da 0 ein, dann kommt für u 1 raus. Die untere Grenze ist also 1. Und wenn man für x Quadrat 1 einsetzt, 1 plus 1 Quadrat ist offensichtlich 2, also ist die obere Grenze 2. Muss man natürlich auch machen, sonst macht man das falsch. Und dann kann man das natürlich noch vereinfachen oder anders hinschreiben, sagen wir so. Ich nehme mal den Faktor 1,5 nach vor, Integral 1 bis 2 und Wurzel u schreiben wir u hoch 1,5, ist ja genauso Wurzel du und das ist eine Polynomintegration und die kann man leicht ausführen. Die liefert ja 1,5, u hoch 3,5, multipliziert mit Kehrwert, dividiert durch die Hochzahl, gibt dann 2/3, dann kürzt sich noch der Zweier daraus zwischen den Grenzen 1 und 2. Und man hat dann, wenn man gleich den Zahlenwert einsetzen möchte, 0,61 und zwar Quadratmeter insgesamt. Was man jetzt aus der Form nicht unbedingt direkt sieht, dafür wäre das A gut, dass man da auf die richtige Einheit kommt. Also wenn Sie alles mit A machen und für A dann Meter einsetzen am Ende, dann sehen Sie, rücksubstituieren natürlich, dann sehen Sie, dass das wirklich Quadratmeter wären, die da rauskommen. Sieht man da jetzt nicht direkt. Ja, das ist das erste, einfache Integral. Das zweite, wieder über dl, l, das heißt, wir setzen wieder ein, x, Wurzel, ich hebe gleich wieder das dx² raus, dann bleibt Wurzel 1 plus x² dx über. Und zwar, naja, da haben wir auch schon von 0 bis 1 geschrieben, dann schreiben wir hier auch von 0 bis 1. So. Und was tun wir da jetzt? Substituieren muss man auf jeden Fall, das ist klar. Aber was ist die Frage? Bei sowas, Wurzel mit irgendwas Quadratischem trennen, ist ein heißer Tipp immer irgendeine Winkelfunktion. Und wenn er Plus drinnen ist, dann braucht man eine Hyperbelfunktion, weil Sie wissen vielleicht, Sinus Hyperbolicus Quadrat plus Cosinus Hyperbolicus Quadrat gibt 1. Und da haben wir dann das Plus abgebildet. Wenn Sie ein Minus haben, dann brauchen Sie die normalen Winkelfunktionen. X ist Sinus Hyperbolicus U. Was ist dann dx? Naja, wieder die Ableitung von da drüben. Sinus Hyperbolicus wird zu Plus Cosinus Hyperbolicus mal das neue Integrationsmaß du. Dann haben wir da Integral Wurzel 1 plus Sinus Hyperbolicus Quadrat von u und das Maß liefert eben das Cosinus Hyperbolicus u du. So, jetzt schaut irgendwie aus, als hätte man mehr schlimmer gemacht als besser. Das kann man aber schon in Angriff nehmen.
Cosinus hyperbolicus Quadrat, der liefert mit minus ein 1. Und damit wissen wir, dass wir den Cosinus hyperbolicus Quadrat ersetzen können. Durchs Umformen kriegen wir das Plus, das man gerne hätte, nämlich als 1 plus Sinus hyperbolicus Quadrat. Ja? Und das setzen wir ein, dann haben wir unter der Wurzel ein Cosinus hyperbolicus Quadrat stehen. Dann kann man die Wurzel ziehen, dann ist die Wurzel weg und dann haben wir insgesamt ein Integral über Cosinus hyperbolicus Quadrat. Da kann man noch was machen, nämlich Winkeladditionstheoreme. Schreiben wir es auf. Ein Winkeladditionstheorem für den Cosinus hyperbolicus heißt Cosinus hyperbolicus a plus b. Das ist in dem Fall beides u. Das heißt 2u. Ist der Cosinus hyperbolicus von u mal Cosinus hyperbolicus von u oder halt ab plus jeweils der Sinus hyperbolicus. Und wenn man das jetzt zusammenfasst und wieder einsetzt von oben, dann stellt man fest, dass der Cosinus hyperbolicus Quadrat von u, den wir ja oben integrieren sollen, nichts anderes ist als die Hälfte, weil wir vorher das 2u gehabt haben, haben wir jetzt die Hälfte, 1 plus Cosinus hyperbolicus von 2u. Und das kann man jetzt oben einsetzen und den kann man, die beiden Terme kann man direkt integrieren. Den 1er können Sie natürlich direkt integrieren und das Cosinus hyperbolicus 2u kann man auch direkt integrieren. Da kriegt man dann halt eine innere Ableitung noch vom 2u, aber das macht ja nichts. Also eine innere Integration umgekehrt. Das heißt, was wir lösen müssen, ist jetzt ein Integral, schreiben wir es gleich schön hin, das 1/2 nach vorgezogen, 1 plus Cosinus hyperbolicus von 2u über du. Und das teilen wir auf, das ist natürlich 1/2 Integral du plus 1/2 Integral Cosinus hyperbolicus 2u du. Das liefert im ersten Term u plus, hinten kriegen wir Sinus hyperbolicus 2u und die innere Ableitung oder innere Integration als Umkehrfunktion gibt 1/2 noch einmal zusätzlich. Und nachdem ich keine Grenzen genommen habe, hänge ich halt eine Konstante dran. Ist einfacher in dem Fall. Und da setzen wir alles, achso, ja genau, dann kann man noch was machen. Das hier ist ja laut dem da drüben wieder 2-mal Sinus hyperbolicus u, Cosinus hyperbolicus u. Können Sie von da drüben wieder rauskriegen. Und im Endeffekt kriegt man ein Integral, also ein gelöstes Integral, 1/2 u plus Sinus hyperbolicus u, Cosinus hyperbolicus u plus die Konstante. Und jetzt fragen Sie mich vielleicht, ob ich ganz blöd geworden bin, warum ich das wieder zurück einsetze, dieses Sinus hyperbolicus 2u, wenn wir eh schon das Ergebnis haben. Naja, man möchte ja am Ende das x wieder rein substituieren. Und das x ist Sinus hyperbolicus von u und nicht von 2u. Deswegen müssen wir das irgendwie ersetzen. Also wenn man die Rücksubstitution ausführt, die lautet, u ist Area Sinus hyperbolicus von x und Cosinus hyperbolicus von u ersetzen wir durch 1 plus Sinus hyperbolicus Quadrat x Wurzel draus, also 1 plus x Quadrat wiederum, dann liefert das 1/2. Area Sinus hyperbolicus von x, das ist einfach die Umkehrfunktion, das kennen Sie eh, oder? So wie der Arcus-Sinus die Umkehrfunktion vom Sinus ist, weil es die Bogenlänge beschreibt, deswegen heißt der Arcus-Sinus, beschreibt es die Fläche unter der Hyperbel, deswegen heißt der Area Sinus. Also es ist nicht vergessen, das C, sondern es gibt es da wirklich nicht. Plus x Wurzel 1 plus x Quadrat. Klammer, fertig. Einsetzen. Dann haben wir das Integral gelöst. Das heißt, wenn wir jetzt einsetzen, machen wir es da gleich zwischen den Grenzen 0 und 1 wieder für x, ist ja gleich wie vorher.
ist ja bloß die Länge von dem Ding. Dann drücken wir da raus, 1,15 Meter ist der Stab lang. Und damit ist der Schwerpunktsabstand in X-Richtung, jetzt schreiben wir es einmal numerisch her, die 0,61 Quadratmeter durch die 1,15 Meter, das sind 0,53 Meter. Ja, und das gleiche Spiel in Y-Richtung natürlich, wenn Sie den Y-Abstand auch haben wollen. Den schreibe ich Ihnen so her, der ist 0,18 Meter. Dann ist noch gefragt, die Einspannreaktionen, dann muss man natürlich wieder ein Freikörperbild machen und kann, wenn der unten eingespannt ist, der Stab, hier ist er komplett eingespannt, dann kann man natürlich das Freikörperbild zeichnen, haben wir wieder Kräfte in Vertikal- und Horizontalrichtung und ein Einspannmoment, irgendein Koordinatensystem. Gehen wir wieder zu dem zurück aus der Statik, XY, also aus der Auflagerberechnung. Dann haben wir 0x, 0y, m0 und dann haben sie natürlich an der Stelle des Schwerpunktes die Gewichtskraft, die liegt bei x quer, das wir gerade ausgerechnet haben. Und dann machen wir wieder Gleichgewichtsbedingungen und stellen fest, dass das 0x 0 sein muss, weil es keinen Gegenspieler hat. Das 0y muss der Gewichtskraft entgegenhalten. Das ist 5,7 Newton. Und m0, wenn es die Momentenbilanz um den Ursprung machen, ist natürlich Gewichtskraft mal Schwerpunktsabstand x quer, genau von der Richtung her, halt entgegen. Das Moment schon so eingezeichnet, dass das passt. Das sind 3,1 Newtonmeter.